Ja, liebe Leute und Mithelfer und Serverspieler, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Ja, auf diesem GrubeCraft-Server. Wir haben ja letztes Mal eine Super Mega Angela gemacht. Und mit der Super Mega Angela möchten wir kurz, ja, zwei Fische angeln. Auf mehr habe ich gerade keinen Bock, ist auch nicht ganz so spannend. Ich werde immer wieder zwischendurch ein paar Fischchen fangen und dann wieder nicht und so weiter. Und vielleicht mal auch off-topic ein bisschen angeln. Ich mache hier mal die Zeit an den Timer ein. So. Eigentlich sollte doch das schnell gehen. Also bitte, wo geht das schnell, hä? Hallo. Angela, du bist faul. Voll faul, die Angela. Ich hab doch Köder. Jetzt. Ganz normaler Fisch. Ein Gabeljau. So. Rüstung noch angezogen. Komm schon, komm schon. Okay, noch einen. Komm, wir schaffen das. Wir bekommen einen. Wie heißen die Fische? Klonfische? Die sind die seltensten. Ich habe fast noch nie einen gehabt. Vielleicht muss man die in bestimmten Biomen angeln oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Farm habe ich schon lange nicht mehr einen gehabt. Ja, immerhin einen Lachs, genau. Auf den Namen bin ich gerade nicht gekommen. So, das war die Lehrstunde im Angeln mit der Angela. Ja, die Angela ist in der Lehre. Die muss zuerst besser werden. Vielleicht ist es ja Angela Merkel. Aber die müsste besser sein als Regierungs, als, ja, Oberhaupt. Fische tun wir Tieren voll. Slide voll. Machen wir mal das Zeugs hier weg. So. Den Haken, den Hebel. So. Okay, da kann man fast nichts reintun. Nee. So, Tropenholz möchte ich gerne noch hier rein tun. Und hier noch den Rest. So, ein Lager muss ich auch noch bauen, aber das machen wir dann in einer Spezialbaufolge oder so. Wir gehen slash home farm. Was war es? 2 oder 1? Ich glaube 1 war es, das mit dem Sumpf. Dann ist Farm 2 das mit dem anderen Sumpf. Komm. Wo bin ich jetzt hier? Ich habe leider keine Minimap. Ich habe die Minimap jetzt ausgenommen gemacht, weil sonst naja, sonst müsste ich die Minimap ausschalten und so. Und sie ist sowieso sehr unnötig irgendwie. Okay, ich denke, ich werde hier weiter laufen. Irgendwohin. Bin ich hier in diesem. Ja, da bin ich so weit weg. Wir gehen mal in diese Höhle da vorne. Die sieht gerade gut aus. Ich hoffe, die geht auch tief. Weil wir müssen noch ein bisschen minen. Die Angel hätte ich nicht mitnehmen sollen. Aber egal. Ich erinnere mich gar nicht mehr an dieses Gebiet. Jetzt muss ich schauen, ob wir nach Süden gehen. Nach Westen gehen. Aha, in diese Richtung müssten wir denn. Und wo ist jetzt die? Da ist sie. Die Höhle. Die Höhle des Bösen. So, wir brauchen viel, Eisen, viele Diamanten. Okay, wo war Süden? In diese Richtung. Dann gehen wir mal hier runter. Tief runter in die Höhle des Bösen. Die Hölle. Ha. Ja, ich habe richtig Bock jetzt wieder ein bisschen auf Minecraft. In den letzten Tagen war es ein bisschen weniger, aber das ist auch wegen der Champions of Regnum. Was übrigens jetzt richtig spaßig ist und mit mehreren Spielen.
Danke dafür, dass schon recht viele mitmachen. Auch wenn sie nicht von meinen Videos kommen. Wir haben jetzt bald dann einen Clan. Und haben dann noch mehr viel Spaß, kommen auch schneller vorwärts und machen dann Reichsschlachten. Ich bin nun Level 30 mit dem Barbar. Und mit dem Jäger bin ich noch Level 11, glaube ich, oder so, 10. Ja, da muss ich noch Motivation finden. Sehr viel Eisen, okay. Ja, das dachte ich mir schon. Früher bin ich da immer reingefallen, weil ich da zuerst den Schock hatte und dann noch weiter gerallt bin. Ja, das war nicht so gut. So, wir gehen jetzt einfach hier weiter runter, ohne Verbindung zu machen, weil wir ja den Waypoint haben. So, irgendwo sind wir dann bei 11 unten. Müssen noch ein bisschen gehen. So, jetzt sind wir bei 11 unten. Das können wir hier schön Set Home Strip. Wir machen jetzt hier einen Strip, weil die andere haben wir auch schon. Aber die ist wahrscheinlich kaputt. Ich muss es dann noch löschen, die Minen. Genau. So, und jetzt können wir hier schön booten. Geht auch recht schnell. Schön, dass wir hier auch ein bisschen Granit haben. Vielleicht baue ich dann mit Granit etwas. Ja, ich denke, wir den Teil von der Villa sicher aus Granit machen. Und wenn wir dann genug Eisen haben, machen wir den Raumbahnhof. Oder Werk. Ja, ich will lieber so ein Labor machen, wo sie die Raumschiffe testen. Und ein Hangar oder so, also so. Oder eine Werkstatt, genau. Wir machen Raumschiffmechaniker. Mechatron. Ah, das wird schön. Also das Let's Play. Vor allem mir gefällt es sehr gut und euch wahrscheinlich auch. Seht man halt noch nicht an den Likes so, aber ich kann verstehen, die meisten schauen auch nicht, wenn sie den Account eingeloggt sind oder so. Aber eben, gute Community ist es trotzdem, auch wenn ihr nicht liked. Und ich bin ja auch nicht der, der unbedingt Likes braucht. Also ich habe sogar ohne, ich mache sogar ohne Geld auf YouTube Ads. Also ich verdiene null Geld. Ich möchte kurz schauen, wo der Ding ist. Irgendwo hier ist ein Wasserfall. Da oben. Jetzt kommt es näher, irgendwo hier. Da? Ne, das ist noch unten. Da oben. Ja, jetzt. Schön. Was haben wir hier? Skelette, genau. Das habe ich gehört. Hinter mir. Ja, genau. Triff mich doch mehrmals. Ha! Jetzt habe ich dich überrascht, hä? Voll überrascht. Ja, auch sportlich momentan geht es mir sehr gut. Also, ich kann gar nicht verstehen, dass manche Leute so nervig über Sport, also so unsportlich sind oder so. Sport ist eines der besten Nebenbeschäftigungen, die es gibt. Oder sogar bei mir Hauptbeschäftigung. Und es macht dich einfach so fit, zum Beispiel fürs Let's Playen und so. Du machst dann das Let's Play tausendmal lieber. Du nimmst auf, ohne dass es dir irgendwie also schadet oder so. Vor ungefähr einem Jahr hatte ich noch, ja, da hatte ich einfach Let's Played, weil ich dachte, ja, ich könnte ein bisschen mehr Spaß haben, weil ich auch Spaß ein bisschen fehlte.
Heutzutage ist es ganz anders, da Let's Play ich einfach, damit ich etwas Gutes mache zu euch und zu anderen. Und ja, dass ich sozialer werde, alles Mögliche. Mir ist einfach wichtig, dass Leute sozial werden können und weil auf, also im Internet werden die Leute leider immer wie asozialer. Oder benutzen Leute nur noch zur Werbung machen, zu Werbezwecken. Das ist sehr schade. Und ja, was soll ich sagen? Schick mich nicht so. Es ist halt einfach für mich schon eine Art, ja, ich möchte einfach helfen, oder? Ich bin ein Mensch, der eigentlich recht viel hilft und mit dem Geld, das ich danach verdiene, zum Beispiel mit dem Fußball, also mit dem Let's Playen, werde ich wahrscheinlich nie verdienen wollen. Aber, außer natürlich mit Spenden. Aber im Fußball könnte ich recht viel verdienen, weil ich auch sehr schon recht gut bin. Ich habe zwar recht viele, naja, Problemchen, so mit dem Muskel, nicht mit dem Muskel, oder mit den Knochen, aber ja, wenn ich dann Geld habe, kann ich Operationen zahlen, dann kann ich ja eben mich heilen, also ja, dass ich weniger Schmerzen habe durch die durch die Knochen, durch die Gelenke. Und der nächste Schritt ist mit Spenden. Ich möchte eventuell ein Entwickler kaufen und dann Spiele entwickeln lassen. Also die Aktienmehrheit kaufen von einem Entwicklerstudio. Muss jetzt nicht ein gutes oder großes sein. Weil vor allem planerisch bin ich sehr gut und kann da vieles in Wege leiten. Und dann gibt es mehr bessere Spiele und ich bin sauglücklich. Und dann werde ich natürlich jeder, der irgendwelche Hilfe braucht oder es auch verdient hat, richtig unterstützen mit Geld. Und mit Infos, Wissen und alles Mögliche. Was ich in den letzten paar Tagen alles gelernt habe über die Welt, über die Gemütszustände, über die Psyche, habe ich noch recht viel gelernt, obwohl ich es eigentlich nicht will, bekomme ich sehr viel mit. Weil ja, wie sagt man, Psychologie ist nicht so mein Ding. Für mich ist ein Mensch nicht psychisch krank, wenn er sich irgendwie seltsam verhält. Aber für Psychologen ist das schon psychisch krank. Sogar meine Depressivität oder so, haben sie gesagt, es sei eine Depression. So machen Depressive, aber wenn ich nur keine Lust habe auf irgendwie einen Beruf oder so, weil ich halt Schmerzen habe, bin ich doch nicht psychisch krank. Und deshalb habe ich alles weggemacht, was psychisch ist. Also jeder, der mir psychisch irgendwie unterstützen wollte oder so, habe ich abgelehnt, habe gesagt, ich bin nicht psychisch krank, Herr Doktor, irgendwas. Und das haben sie akzeptiert. Mir geht es seitdem viel besser. Und ja. Und eben, wenn man jemanden unterstellt, dass er psychisch krank oder jemanden einfach leid tut, weil er irgendwie krank ist, auch eine Normalkrankheit oder so, solche Leute sind es nicht wert, so einen Job zu machen. Ich hatte lange einen Doktor, der war extrem nett zu mir und hat mir über alles gesagt. Bescheid gesagt, was die Leute, die anderen Ärzte so falsch machen. Und seitdem bin ich da sehr vorsichtig und ja, unterstütze natürlich dann auch Ärzte, die so etwas verhindern, also ja, die nett sind und nicht jedem sagen, sie seien krank, müssen Medikamente schlucken. Ich kann euch sagen, ungefähr 40% aller Krankheiten sind durch Medikamente oder falsche Ernährung nachzuweisen.
Und dass jetzt zum Beispiel Game krank macht, das stimmt überhaupt nicht. Auch faul macht Gamen nicht. Anders ist es beim E-Sport, zum Beispiel League of Legends oder so, das macht schon recht krank. Aber nicht so, als würde man sagen, ja, jetzt bist du psychisch krank, weil du abhängig bist für League of Legends oder so. Das ist, stimmt nicht. Hey, sterb endlich. Komm, 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 boom. Den kann ich gut verschmelzen dann. So, wo ist der Bogen? Wo ist der Bogen jetzt? Rosenstrauch weg. Gut. Ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, ein bisschen auskennen will, lernt man und man versteht viel mehr. Wenn ihr irgendwas nicht versteht oder wisst, lernt es und ihr lernt es verstehen. Und ja, ich bin momentan sehr viel am Büffeln lernen und so. Und ich gehe jetzt auch bald die Schule nachholen, weil ich nie durch meine Krankheit und alles Mögliche hatte ich nie die Schule fertig machen können. Jetzt hole ich sie mir nach, einfach 10 Jahre später. Und habe dann auch wieder eine Möglichkeit, irgendeinen Job zu machen, der mir Spaß macht. Aber wahrscheinlich werde ich Fußballprofi, also mein Traum ist es schon, Fußballprofi zu werden. Und auch im Fußball ein bisschen für Lockerheit sorgen und so. Weil momentan ist es so, ist man erfolgreich, hat man zu viel Geld, ist man nicht erfolgreich, hat man zu wenig Geld. Und das ist sehr schade. Wir gehen hier runter. So. Schön, dass der Server nicht leckt. Also er leckt. Noch nie hat er geleckt, also das ist richtig cool. Also wenn ihr einen Server sucht, der nicht leckt, hier habt ihr ihn. Dank Nitrado heißt es. Das sind die Leute. Und wir haben recht viele Slots jetzt. Und ja, recht viele Welten als mögliche. Es lohnt sich sehr, hier mitzumachen. Und so eine richtig tolle Community, also allerhand. Dankeschön dafür. Sehr, sehr nett. Wir haben Diamanten gefunden. Habe ich auch fast ausgelassen. So, ich möchte gerne ein Crafting Table machen und mal das Redstone zusammen craften. So. Redstone. Dann haben wir schon viel mehr Platz im Inventar und das Kobble können wir eigentlich auch wegwerfen, die brauchen wir nie. Und vielleicht später dann mal, aber selten in der Fantasy, in der Dingwelt. So, ich möchte gerne da noch das haben, das Redstone mitnehmen, hier unten. Es gibt sehr viel Erfahrung und vielleicht brauchen wir es später auch mehr. Ein bisschen Kohle noch mitnehmen. Ja, einen reicht noch. So, Eisen haben wir hier. Und jetzt machen wir noch mal ein bisschen Redstone-Blöcke. Gut. Und hier rein schmeißen wir jetzt den Bruchstein. Wir haben schon so viel Bruchstein. Das wird dann zu viel. Gut. Ja, noch 11 Minuten. Gut. Kann ich noch ein bisschen erzählen. Irgendwo hier drüben hat es ein Skelett. Drüben. Da unten.
da oben. Hallo? Mach mal wieder einen Ton, Herr Skelett. Das ist doch nicht so weit, also bitte. Ach, egal. Da drüben ist auch irgendwas. Ist egal. Es ist egal, wir machen hier weiter. Von mir aus. So, das Skelett irgendwo hier bleiben. Ist meistens so, ist nur eine kleine Höhle, wo halt dunkel ist. Und dann dort spawnen. Und schon wieder Diamanten. Richtig genial. Ich möchte kurz hier noch ein bisschen buddeln. Weil Diamanten haben manchmal auch neben. Diamanten. Also, dass in der Umgebung noch Diamanten sind. So, ich frage mich mal, wenn ich mal in einem Projekt mitmachen kann oder so, ob ich mal irgendwo nachforschen soll, wo ein Projekt stattfindet von Minecraft, auf welchem Kanal oder so man sich anmelden kann, weil ich hätte schon Lust, am besten so ein Modded-Projekt von einem Mod. Und, jo, wenn ihr eins kennt, zum Beispiel Legend, aber da möchte ich jetzt nicht unbedingt mitmachen. Also Legend 2 ist ja jetzt momentan. Naja, sag mal, welches Projekt euch gefällt. Ich schaue es mir dann an und schaue, dass ich mitmachen kann. Und ja, sonst muss ich halt noch warten. Ich habe ja noch nicht ganz so viele Abonnenten. Und ja. So. Haben wir hier noch bald was? Kommen recht wenig Erze hier unten. Und bald sind wir ganz voll. Aber ich bin schon völlig glücklich, wenn ich hier alleine Let's Play mache. Es ist klar, Let's Playen braucht Geduld, Übung und ja, keine Langeweile, weil Langeweile ist der böseste Killer von solchen Projekten, wenn ein Let's Play gelangweilt ist. Ja, und das habe ich auch gelernt, dann bekomme ich jetzt heutzutage auch viel mehr Abos über. Früher war es einfach so, meistens war ich schon überfordert, das Let's Play in die Wege zu leiten. Und ja, heutzutage bin ich natürlich durch die Krankheit, die nicht mehr so schlimm ist, auch viel besser motiviert und dann so eingestellt. Weil, ihr könnt es nicht verstehen, also könnt, ja, ihr kennt die Krankheit nicht. Sie heißt Morbus Addison und hat, es ist ein Problem, dass die Nebenniere nicht so viele Hormone produziert. Und jetzt, wer denkt, Hormone seien nur pervers, der irrt sich. Für jede Tätigkeit, die ein Mensch macht, braucht er Hormone. Und zum Beispiel fürs Denken. Und wenn man, ja, zu wenig Hormone hat fürs Denken, dann ist man so wie bei mir manchmal, ja, gelangweilt oder so. Hat halt nicht so die Power, zum etwas Spaßiges zu reden. Und da ich sowieso immer Probleme mit dem Sprachen hatte und immer noch habe, macht es mir halt viel mehr Mühe, auf Deutsch zu Let's Playen. Auf richtig Deutsch, ohne Dialekt und so. Aber es wird, und es geht auch viel schneller, wenn mir Leute helfen und ich auch viel plaudern kann. Was ich pro Tag plaudere mit den Leuten, zum Beispiel Floster und Mega Coolman und vielen anderen, das ist extrem. Das ist einfach nur extrem. Und das hilft mir sehr, dass ich so langsam dialektfrei reden kann. Und ja. Und da ich jetzt auch ein bisschen Geld verdiene, das ging lange nicht, bin ich nun auch sehr viel, ja, kann ich jetzt neue Hardware gleich bald kaufen. Zum Beispiel ein Mikrofon, und dann habe ich auch eine bessere Stimme, weil die Qualität auch nach oben geht.
Aber dafür brauche ich auch noch ein Headset, weil mein Headset ist so extrem sensibel, dass es mir manchmal sogar Ohrenschmerzen macht. Wenn ich zum Beispiel ein neues Game starte, die Games sind immer viel zu laut. Die sind so 140 Dezibel oder so, und das ist lauter als ein Chat. Und ja, es ist schon ein bisschen heikel, also wie soll man sagen. Wenn ich dann noch Hörschaden bekomme wegen meinem Headset, dann muss ich ja den Hersteller verklagen. Keibesache. Diesen Baseldeutsch reden, oder was? Nein, das tue ich euch nicht an, aber es ist eine coole Sprache. Weg von diesem Bubbel, da. Lava-Gebrubbel. Geblubbre. Schaut her, ich habe so extrem viel jetzt gebuddelt und meine Spitzhacke geht einfach nicht kaputt. Das ist genial. Dafür liebe ich die Entwickler, dass sie das eingebaut haben damals. Und wie viel Koppel muss ich noch einsammeln? Ja, aber da müssen wir bald mal reparieren. Aber wir haben ja einen Amboss gemacht. Müssten wir eigentlich noch ein bisschen Level investieren. Oh, Level 25, das geht auch schnell. Sehr gut. So, wo ist der Tisch? Den haben wir nicht mitgenommen. Wir müssen nochmals ein bisschen Redstone zusammencraften. Und ein bisschen Blue Lapis Lazuli. So. Gut, dann haben wir das. Wir haben keine Axt, okay. So, aber ich möchte noch ein paar Stöcke machen. So. Paar Fackeln. Gut. Und dann weiter. Hier haben wir sicher irgendwo Diamanten. 24 schon. Wow. Das war wieder sehr erfolgreich. Ah, jetzt spiele ich übrigens auf 1.84 der neuesten Version. Das war auch der Hauptgrund, wieso ich jetzt keine Minimap mehr habe. Und da ist noch keine gibt für diese Version. Eventuell hat es für Forge jetzt so langsam eine Minimap, aber dass sie so lange brauchen, vor allem die von Forge, schon ein bisschen, ja, nervig. Aber eben. Sollte mal ein neues Minecraft geben, wo das alles ein bisschen schneller geht. Oder ein API. Aber der erscheint ja nie. Der Mod API. Da oben kommt da. Aua, er hat mich getroffen und. Ah, wenn die brennenden Gegner mich treffen, dann brenne ich auch, stimmt. So, ich denke, wir gehen jetzt zurück. Wir haben genug gefunden. Slash Home LP. Juti. Dann tun wir mal die Erze hier rein. Und die Blöcke. So. 60 Diamanten. Krass. Richtig krass. Sodele, und dann in der nächsten Folge bauen wir. Zuerst wahrscheinlich einen Keller.
Da könnten wir da unten eigentlich das Ding verwenden, oder? Das wäre doch schön. Wir haben leider noch nicht so viel Granit, aber wir holen da noch Granit. Ah, hier haben wir Granit. Haben wir irgend noch Granit? Nein. Okay, dann machen wir schon mal das Granit, tun hier die Angel rein. Die Werkbank. So. Und machen das Granit mal zu Ding. Und jetzt ist die Aufnahme auch schon fertig. Ohne dass ich es gemerkt habe. So. Also, Dankeschön fürs Schauen für die Aufnahme. Das lasse ich ja drin. Und mache hier mal ein. Wir machen das. Nein, hier nicht. Hier. Wir haben keine Axt. Wo haben wir eine Axt? Muss ich eine neue machen? So. Gut. Ja. Also. Wir machen hier auf. So. Putteln dann da runter. Haben wir noch Treppen, Leitern? Da. So. Und dann machen wir einen Keller unter dem Haus. Also. Schönen Tag noch. Tschüssi, sagt der Drago. Jo. Tschüss.